Heute einen kurzen Text aus dem Buch Exodus ausgewählt, und es geht darum, Gott im Alltag zu entdecken. Und zuerst hören wir, das ist aus dem dritten Kapitel, die ersten 5 Verse. Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heilig geworden. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Ihr kennt diese Szene mehr oder weniger. Es gibt auch mehr oder weniger gute Filme dazu. Also die 10 Gebote, dieser Monumentalfilm, das ist so ein Bild, das sich bei mir eingeprägt hat. Und wo, wenn ich das im Buch Exodus lese, das irgendwo vor den Augen habe. Also dass der Mose da irgendwo in eine Schlucht hineingeht oder um die Ecke irgendwo ist, da ein Dornbusch. Und alles ist wunderbar und unglaublich faszinierend. Aber wenn man da genau schaut auf den Text, ist es eigentlich nicht so faszinierend, unglaublich und wunderbar, wie uns das die Filme weismachen wollen. Weil die Frage ist, warum ist Mose da überhaupt hingegangen zu diesem Dornbusch? Und da lohnt sich hinzuschauen auf verschiedene Dinge. Das erste ist, also er hat diesen Dornbusch gesehen. Und es gibt viele Überlegungen, auf jeden Fall gab es viele Überlegungen, was für ein Strauch das oder ein Busch das überhaupt ist. Es ist zwar auf dem Sinai, auf der Halbinsel Sinai gibt es dieses Katharinenkloster. Ich weiß nicht, ob es noch besteht, weil die waren bedroht von der IS. Aber das ist nicht so entscheidend, sondern in diesem Katharinenkloster wird ein Busch verehrt als eben dieser brennende Dornbusch. Ob es stimmt oder nicht, das weiß wahrscheinlich niemand mehr, ist auch nicht entscheidend. Aber es ist interessant hinzuschauen, worum es hier geht. Und dieses hebräische Wort, das hier verwendet wird, das ist Senech, und ich kann kein Hebräisch, aber habe nachgeforscht, und das bedeutet einfach Busch. Es ist keine große Bestimmung, was für eine Pflanze das sein sollte. Und man hat die Bibel ziemlich früh ins Griechische übersetzt, und die Septuaginta verwendet ein anderes Wort, Bathos, was die Vulgata wiederum, also die lateinische Übersetzung, dann mit Rubus übersetzt hat. Und deswegen hat man dann in späteren Jahrhunderten, also ziemlich bald nach der lateinischen Übersetzung, nach der Vulgata, sich gedacht, dass es um einen ganz bestimmten Strauch geht, um den Rubus discolor. Das ist Brombeerstrauch, nichts anderes. Ob Brombeeren da irgendwo in der Wüste wachsen, Midian, das ist an dem Golf von, wo ist das, Akaba, glaube ich, also genau. So ungefähr muss man es verorten, das bezweifle ich. Aber man hat dieses Bedürfnis gehabt, das irgendwie festzumachen, worum es hier eigentlich geht. Und ich weiß nicht, ob ihr so Bilder habt, die stammen zwar nicht aus der Gegend, wo Mose war, aber zum Beispiel aus dem Outback in Australien oder die Wüsten in Mexiko, da gibt es immer so irgend so halb verdorrte Sträucher, also das sind ein paar Äste und 5 Blätter daran und nicht viel mehr.
Und die wachsen da überall. Und Mose war auch nicht in der Wüste, der hat die Schafe gehütet, die brauchen was zum Fressen, also zum Spaß nicht rausgegangen, sondern um die zu weiden. Das heißt, ein bisschen Wasser gab es da schon. Und diese Sträucher, die da vorgekommen sind, was für welche das auch waren, sind nichts Außergewöhnliches. Also solche Sträucher gab es dort überall in der Gegend. Ja, wenn man weiterschaut, also Strauch war es nicht, was die Aufmerksamkeit Mose geweckt hat. Er hat gebrannt. Und man stellt sich vor, wie ein Buschfeuer in Australien ein bisschen. Die Bilder kennen wir. Also ich kenne sie auf jeden Fall und manchmal wird davon berichtet. So heftig war es nicht. Aber wenn so ein Strauch zu brennen anfängt, fängt Feuer und ihr kennt das, so ganz dünnes Holz und wenn es ganz trocken ist, kommt große Flamme und 5 Minuten später ist nichts mehr da. Und das ist eine heftige Sache. Aber in dieser Gegend ist es auch nichts Außergewöhnliches, dass so ein Strauch Feuer fängt. Passiert einfach hier oder dort, nicht jeden Tag vielleicht, aber das war für Mose auch nichts Außergewöhnliches, dass da irgend so ein Strauch ist, wo überall welche sind und der brennt einfach. Kommt vor, ist nicht wirklich so wichtig, weil was hat das mit Mose und seinen Schafen zu tun? Und das, was die Bibel berichtet, ist, dass dieser Feuer, also dass dieser Dornbusch vom Feuer nicht verzehrt wurde. Und das war für Mose interessant, weil er kannte diese Sträuche, er wusste, dass sie manchmal Feuer fangen und dass es nicht lange dauert und das ist es aus. Und dieser Busch, was für welche auch war, brennt und verbrennt nicht. Das ist etwas Interessantes für Mose. Dann geht er hin und schaut sich das genauer an. Und das ist das Einzige, was seine Aufmerksamkeit erweckt. Alles, was er um sich sieht, also diese Büsche, die Steine, die Halbwüste, das kennt er. Auch brennende Büsche kennt er. Das ist alles, was seinen Alltag ausmacht. Also er hat da ziemlich viele Jahre lang diese Schafe gehütet. Also war nicht ein Tag, sondern Tag ein, Tag aus ging er denselben Weg und er kannte das alles. Und was ihn da herauszieht aus dieser Routine ist eben dieses Faktum, dass dieser Dornbusch nicht verbrennt. Ja, und um es jetzt kurz zu machen, es war ein gewöhnlicher Ort mit einem durchschnittlichen Strauch mit einem Feuer wie jeder andere. Und dort begegnet Mose Gott. Nicht in einem besonders schön geschmückten Zelt oder in einem Tempel oder bei einem schön behauenen Stein, sondern da, wo Mose tagtäglich ist. Und das war auch keine außergewöhnliche Zeit für Mose. Also das war nicht die Zeit seiner Erwählung in Ägypten, die Zeit seiner Errettung nach der Geburt oder sonst was. Nein, das war eine stinknormale Zeit, wo er einfach seine Arbeit gemacht hat. Und dort begegnet er Gott. Und das sehen wir daran, wie Gott ihn auffordert. Er sagt ihm, der Boden, den du kennst, dieser alltägliche Boden, auf dem du stehst, ist ein heiliger Boden, weil ich dir dort begegne. Nicht, weil Mose ihn zu so einem schönen Boden gemacht hat, irgendeine Pflasterung hingelegt hat, sondern in Staub, Steine, aber weil Gott dort ist, ist es ein heiliger Boden. Und das zeigt eines, dass Gott Mose eben in einer ganz alltäglichen, gewöhnlichen Situation begegnet. Und ich wage zu behaupten, das ist der bevorzugte Ort für Gott. Das Einzige, was da anders ist, ist dieses Feuer, das immer brennt halt. Also das ist das, was seine Aufmerksamkeit von Mose erweckt. Aber sonst gibt es da nichts Außergewöhnliches. Und
Dasselbe Gott macht Gott auch in unserem Alltag. Er versucht mit solchen kleinen Zeichen inmitten von unserem Alltag, inmitten dessen, was wir kennen, unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und manchmal erkennt man das. Mose hatte Glück. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht war es so, dass Gott 20 solche Büsche brennen ließ, tagelang, und Mose hat es nicht gecheckt. Wir wissen von dem einen, da hat er es bemerkt. Aber vielleicht war es schon vorher vorgekommen, dass Gott ihm solche Zeichen gegeben hat und Mose hat es nicht gesehen, weil er sich um die Schafe gekümmert hat oder geschlafen hat oder was weiß ich gemacht hat. Vielleicht war es so, ich weiß nicht, das ist Spekulation, aber es könnte sein. Ich kann es mir vorstellen, dass es auch so gewesen sein kann. Und an diesem einen Tag bemerkt es Mose und er nutzt diese Situation, um aus einfachem Interesse, aus etwas, was nichts Außergewöhnliches ist, geht dorthin und schaut sich das genauer an. Und das ist so, wir sehen in unserem Alltag sehr viele Dinge, ne? Also Dinge, die dein Leben ausmachen, aber sehr oft können wir dieses nie erlöschende Feuer bemerken, weil wir so sehr mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und das, was man sich aus dieser Geschichte merken sollte, sind zwei Dinge. Erstens, dass Gott in unseren Alltag kommt. Gott ist derjenige, der zu dir kommt. Du kannst dich schon auf den Weg machen, das ist kein Problem. Du kannst in die Kirche gehen, in die Kapelle oder sonst wo an einen besonderen Ort, wo du Gott begegnen möchtest. Keine Garantie, dass du ihn dort findest. Wie viele trockene Zeiten im Gebet habt ihr schon gehabt? Aber wenn Gott kommt, dann ist alles anders. Und bei Mose kommt er genau an diesem Tag in seinen Alltag. Und zweitens, das sieht man auch ein bisschen an Mose, aber an sehr vielen Leuten, von denen die Bibel berichtet, wir suchen Gott nicht wirklich dort, wo er ist. Sehr oft in dem Außergewöhnlichen, in dem, was Aufsehen erregt oder wo ich mich wohlfühle oder sonst was. Ich weiß nicht warum, aber Gott ist dort sehr oft nicht. Wir wollen ihn dort haben, aber er ist dort nicht. Wir wollen, dass die Messe am Sonntag so schön wird und dass man mitfeiern kann. Und sehr oft ist es so, dass man die Gegenwart Gottes dort nicht vernehmen kann. Aus vielen Gründen. Heißt nicht, dass er nicht dabei ist, aber wir sehen es nicht einfach. Weil der Nachbar stört, der andere hustet, oder sonst etwas macht. Es sind tausend Dinge, die uns ablenken von dem Wesentlichen. Und man wartet manchmal, dass Gott sich groß offenbart. Und Gott macht es irgendwie ungern. Also die Bibel berichtet von diesen Dingen, aber wie viele Leute haben gelebt und wie viele haben es erlebt? Das ist ein großer Unterschied. Und was wir in der Fastenzeit machen können, ist Folgendes: den Blick ein bisschen schärfen und fokussieren, damit man die Gegenwart Gottes wirklich vernehmen kann, da wo du bist. Und vielleicht ist es eine gute Übung für diese Woche und für die nächsten Wochen oder für das ganze Leben, je nachdem. Ein bisschen so wie der heilige Franziskus durch das Leben zu gehen. Er hat auch, am Anfang wollte er Gott an besonderen Orten begegnen, bis er es wirklich gecheckt hat. Gott ist nicht unbedingt beim Papst im Petersdom. Gott ist auch nicht in der kleinen, schönen Kirche San Damiano oder sonst wo, sondern Gott ist dort, wo Franziskus ist, weil er ihn mag. Und das ist das Einzige, was wirklich von Bedeutung ist. Dort, wo du bist, ist auch Gott zugegen. Das lehrt die Geschichte mit Mose, wo er wirklich eine Auserwählung erfährt, aber an und für sich nichts Außergewöhnliches erlebt. Und so kommt auch Gott
zu uns. Und wenn wir uns dann auf Wallfahrt machen und so weiter, man öffnet das Herz auch an solchen besonderen Orten, welche auch immer das sind. Wenn man pilgert, nimmt man Mühe auf sich, bereitet das Herz darauf und Gott hat einen einfacheren Zugang zu uns. Aber nicht, weil dieser Ort dort irgendwie besonders heilig ist oder sonst was, sondern weil du von Gott wirklich geliebt bist und du es wert bist, dass er dir deine Gegenwart zeigt. Wäre es anders, dann müsste Mose einen Tempel zuerst bauen, dann würde er den Befehl bekommen von Gott, bau mir einen Tempel. Und wir wissen das aus der Geschichte Israels, Gott wollte nie einen Tempel. Das waren Menschen, die es wollten. Und Gott hat es zugelassen, weil er dann gesehen hat, das ist eigentlich für die Menschen gut. Baut den Tempel, bringt Opfer da und das ist eine gute Sache, aber wie man sieht an der Geschichte Israels, die meisten haben diese Gegenwart Gottes dort in dem Tempel in Jerusalem nicht vernommen und die meisten unserer Kirchenbesucher haben auch von der Gegenwart Gottes wenig Ahnung oder wenig Gespür in den Gottesdiensten. Es ist nichts Schlechtes, es ist einfach so, aber das ist eine Einladung an uns alle, den Blick ein bisschen zu schärfen. Dafür, wie Gott in meinem Leben wirkt.